Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 mit dem Shardox. YouTube, dann machen wir mal weiter. So, was haben wir hier? Irgendwelche Schalentiere? Aber sowas von. So, dann wollen wir diese Viecher einfach mal bekämpfen. So, die sehen auch richtig aggressiv schon mal aus, das kann ich euch sagen. So, wir probieren jetzt einfach mal das aus, was wir noch nie wirklich erfolgreich gemacht haben, und zwar Gegner anlocken. So, können wir sie noch nicht mal machen. Witzig, egal, dann machen wir das halt ganz normal. So. Bam! Ja, doch, können ja auch mit Strategie platt machen. So, schön. Also, Königswaffe aktivieren. Hoppala. Königswaffe. Oh, Moment, ich muss das drücken. Oh ja, jetzt geht's los hier. Bam, 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 bam. So, Ulti ist aber nur mäßig cool, ne? Muss man wirklich sagen. Fällt mir gerade auf. Also entweder mache ich es halt übelst falsch, entweder muss ich noch irgendwas anderes dabei machen, oder ja, was auch ich. Auf jeden Fall fühlt sich das noch nicht so an, als würde ich diese Ulti perfekt beherrschen. Niedergeworfen. Oh, da muss man nochmal richtig draufhauen, wenn das so ist. So, diese Schalenviecher, die hätte ich vorher auch, glaube ich, nie klatschen können. Die haben nämlich ziemlich viel HP. So, Jagdziel erledigt, in Schale geworfen zum Galdinkai. Juhu! Weiter geht's. So, was ist das für ein komisches. So einen komischen Rauch, was sie ablassen? Bestimmt irgendeine Art Gift. So, das Ding, das ist, macht Ragdoll-Style, das dance ein bisschen rum. Jo, was geht, Homie? Ah, okay, das war es auch schon wieder. Cool. Ist das Ding oben oder unten? Unten, alles klar. Dann sammle ich das eben mal schnell ein. Einmal bitte springen, dankeschön. Das wird eine tolle Farbe abgeben. Blausteinsplitter. So, das ist auch für ein Fahrzeug, ne? So, teilweise solche Sachen. Weißstein. Gut, dann. Ah, ne, illegal anlocken, nicht unbedingt. Hier sind keine Dings. Vielleicht kann ich ja so auch Gegner zum Spawn bringen, wer weiß. Keine Ahnung. Was bestimmt in diesem Spiel alles möglich ist. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie von gehört. Übrigens, ich glaube, dass Final Fantasy 15 wird ein Projekt sein, was ich spielen werde. Was eventuell, ja, bis jetzt, also ich meine, wir sind noch ziemlich weit davon entfernt, die 100 Parts zu erreichen. Aber ich meine, Final Fantasy 15 wird wahrscheinlich das erste Spiel sein, was bei mir auf dem Kanal ein Offline-Game ist, was 100 Parts besitzen wird. So. Gucken wir mal. Eis habe ich bestimmt auch jetzt wieder voll. Ich kann irgendwie mit diesen ganzen Zaubern nicht so viel anfangen, weil ich die einfach selten verwende. Ich weiß halt nicht, weil ich, ja, ich mir denke, ich spare die halt immer so lange. Und ja, ich weiß auch nicht. Du hast eine Frühe erreicht. Zelten. Machen wir mal Zelten. Gut, alles klar. Habe ich jetzt für Zelten FP bekommen? Ja, ich glaube schon. Ich habe das aber, glaube ich, auch schon mal ausgerüstet. Und hey, wir haben schon lange keine FP mehr verteilt. Fällt mir mal gerade ein. Könnten wir gerne mal wieder machen. So. Ignis, machst du uns einfach mal was Schönes? Oh, ich habe kein Makrelenfilet. Hier brauchst du nur für Kartoffeln, ne? Für ein bisschen mehr HP. Ich brauche jedes Mal immer nur einen davon, kann das sein? Von dem, was da steht, immer nur einen, kann das sein? Ich weiß nicht. So, ich gebe den einfach mal jetzt diese Geschwindigkeit Kraut. Einfach nur, um das Ding einfach mal auszutesten. Wie gut das funktioniert. Und ob ich das bemerke, dass ob wir jetzt ein Kraut gegessen haben oder also unseren Chocobo gefüttert haben damit oder nicht. So, werden wir gleich sehen. So, schön. Irgendjemand ist, glaube ich, noch gelevelt. Wir haben 153 FP. So, Ignis Kochkünste sind besser geworden. Noctis Angelkünste nicht wirklich. Ist das etwa Gentiana? Tatsache. War sie denn überhaupt dabei? Geisterfoto. Gentiana war doch gar nicht da. Wenn sie auf dem Foto ist, dann muss sie wohl da gewesen sein. Seltsam. Ich erinnere mich gar nicht, dass sie dabei war. Hä? Moment, irgendwo anders meint sie wohl. Ich frage mich, ob das ein Bug ist, wenn Fotos so werden. Das sieht mega creepy aus. So, ich finde, das ist ein tolles Foto geworden eigentlich. So, haben wir aber, glaube ich, schon mal so eins gemacht. So, hier stehen wir schön am Lager, aber es ist ein warmes Bild.
Sogar im Kampf siehst du gelassen aus. Sieht eigentlich cool aus, Ignis. Also das Foto von Ignis sieht echt nice aus. So. Wo haben die jetzt hier Gentiana gesehen? Und das sieht eigentlich auch sehr brüderlich aus. Keine Ahnung. Wo ist hier Gentiana? Bin ich blind? Gentiana? Also wenn ihr es wisst, schreibt es einfach mal in die Comments. Ich sehe Gentiana jetzt auf keinem Foto. Pff, keine Ahnung. Weiß nicht, wo die gesehen haben. Jetzt mal im Ernst. Also ich sehe es nicht. Aber ja, mag sein, dass ich einfach nur blind bin. Dass Ignis aber auch immer so eine Spaßbremse sein muss. Na, wieder zum Frühaufstehen verdonnert worden? Ah? Vielleicht kann ich dir da helfen. Noct, was hältst du davon, wenn wir morgen früh am Strand trainieren? Oh, klar, warum nicht? Wenn's denn sein muss. Ey. Okay, bei Sonnenaufgang geht's los. Wehe, du verpennst. Wie jetzt? Noctis, ein bisschen mehr, weiß ich nicht, was Freude. Was ist denn los, wenn's denn sein muss? Ich würde das gerne machen. Dein Freund hat sich auf einen Streifzug eingeladen. Schieße dich ihm beim Morgengrauen an und erfülle eine spezielle Aufgabe. Du darfst dich nicht so weit von der Lagestelle entfernen. Da vorne sieht's ganz gut aus. Hier lang. Gruppe verlassen, Ignis und Dings. Das klingt interessant, was wir jetzt gerade hier machen. Weiß ich nicht. Gladio folgen. Wollen wir mal? Bin gespannt, ob wir irgendwas von dem erhalten, wenn wir das mit dem machen. Bisschen Sparring. Ist das Gladios Theme? Und? Ist das sein Theme? Trainieren wir jetzt? Wozu eignen sich Strände besser als zum Laufen? Wie? Das ist alles? Warte mal ab, bis du ein paar Runden hinter dir hast. Der weiche Sand wird dir einen Muskelkater verpassen, an den du noch lange zurückdenken wirst. Der perfekte Start in den Tag, Kumpel. Glaub's mir. Wie wär's mit einem Wettrennen? Der Spannung wegen. Wettrennen? Genau, wenn du verlierst, bist du mit sofortiger Wirkung mein allmorgendlicher Trainingspartner. Okay, das ist ein verdammt guter Ansporn zu gewinnen. Da vorne ist unser Ziel. Los, in Startposition. Einfach ein Wettrennen. Auf die Plätze. Fertig, los. Los! So, dann wollen wir mal. So, als erstes im Ziel ankommen. Ey, der rennt ja viel schneller als ich. Meine Fresse. Der ist ganz schön schnell. Also so kriegst du mich nie. Ich renne einfach mal ice cold weiter. Mal gucken. So, und kurz bevor es abgelaufen ist, lasse ich einfach los. Geschenkt. So, zack. Hey, gar nicht schlecht, Noct. Meine Ausdauer ist komplett full. Tja, ich glaube, genauso müsste ich das machen. Und genauso habe ich es jetzt irgendwie gemacht. Ich habe auf euren Tipp gehört, mein lieber Freund oder meine lieben Freunde. Kurz bevor es vorbei ist, einfach nochmal loszulassen und nochmal zu drücken. Prinz Pole Position! Hut ab, Noct. Ignis verschlägt sicher die Sprache, wenn wir so versandet zum Frühstück erscheinen. Mach am besten noch ein paar Lockerungsübungen vor seiner Nase. Wenn ihn das nicht zufriedenstellt, dann weiß ich auch nicht. Aber ich muss schon zugeben, die frische Morgenluft hat was. Finster? Das freut mich zu hören. Dann lass uns mal zum Zelt zurückkehren. Gute Arbeit, Noct. Hey! Ja, wenn ich will, dann kann ich mich auch anstrengen. Schöne Szene irgendwie. 20 FP erhalten, danke. So, alle sind wieder in meiner Partie dabei, das ist schön. So, ja, wollen wir mal schauen. Chocobo rufen. Dann bitte einmal aufsetzen. Dankeschön. So, irgendwie fand ich die Musik jetzt gerade hier ein bisschen idyllischer, aber nicht egal. So, ich meine zu erkennen, dass wir ultra schnell sind.
Und Galopp ist noch schneller? Heilige Kacke. Das Ding flitzt ja los wie, weiß ich nicht was. Jetzt sind wir doch definitiv so schnell wie der Regalia. Alter Vater. So, ich möchte auf jeden Fall die Quest da hinten abgeben. So, wuhu. Hui. So, kann ich überhaupt hier hochgehen? Wenn nicht, den Schokobo stolz weiterzugehen, steig ab und geh zu Fuß. Oh, schade. Oh, wie ätzend. Warum denn? Es lief gerade so gut. Gut, alles klar. Dann genießen wir einfach tatsächlich die Musik hier nochmal. So. Dann geben wir gleich die beiden Quests ab. Dann schauen wir mal, wo wir dann hingehen. Das wird sich dann wieder zeigen, sobald ich wieder auf meinen Aufgaben... meine Aufgabentabelle gehe. So. Hui. Und das Ding ist komplett wieder voll. Na gut, diesen Tipp mit dem Sprinten habt ihr mir so viele Parts schon lange gegeben und erst jetzt habe ich wirklich verstanden, wie es funktioniert. Ja, das ist schön, aber ich will einfach mit dir ganz normal reden. So, denn ich habe ja Jagdaufträge erledigt für dich, you know. So, aber wir haben ja noch eine Sache hier zu erledigen, aber auch nur bei Nacht. So, ist nur die Frage, ob ich bis zur Nacht warte. Oh, nicht schlecht. So, ein Finalelixier bekommen wir und wir sind Rang 3. Ehrlich? Jetzt haben wir's? Jagdrang gestiegen, wir sind jetzt ein Scout. Dankeschön. So, Prämie für Jagdaufstieg erhalten, Helidor-Armband. Haben wir so ein Ding nicht schon? Ansonsten gucke ich mir das Ding einfach mal im Menü gleich an. Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Nee. So, Sammelstellen wurden eingezeichnet, schön. Sowas treibt sich hier rum. Ach du Kacke, jetzt können wir auch die anderen Aufgaben hier machen. Ja, dann schauen wir mal ganz kurz. Nachts. Das sind einfach keine, die sind also immer da. Dann wollen wir mal... Ach so, Lebensräuber haben wir schon. Nachts, keine, gut. Die sind alle an der Venusküste, das ist schön. So, Schritt in die Dunkelheit. Gefährlich aus, nicht wahr? Ja, ich würde sagen, wir machen das. Wir warten auch bis zur Nacht, schön. So, jetzt ist es Nacht, jetzt machen wir aber hier blinder Passagier auf der Fähre. So, zack, nehmen wir auch. Also dann, viel Glück. Ist sogar eine Level 28 Quest. Müsste für uns aber eigentlich bitte mittlerweile easy machbar sein. Ich riskiere auf gar nichts eigentlich. So, wir sind einfach so Baba. So, schauen wir doch mal ganz kurz bei was vorbei. Bin mir gerade nicht sicher, wobei wir vorbeischauen wollen. So, Tachyonenschwert. Ich will eigentlich mal wirklich ein neues. Sonst bringe ich mich irgendwann mal um hier. Ist ja zum Mäusemelken. So, schön und gut. I don't know. Dann schauen wir mal an das Noctis. Amethystarmband. Wir haben jetzt hier unten noch was bekommen. Wieso kann man mit den Buttons nicht diese Teile hier bewegen? Amethyst. So, Titanreif. LP-Maximum wird erhöht um 200. Hier 60 Stärke. Steht Vitalität wird erhöht. Erhöht die Vitalität. Das ist, glaube ich, Abwehr, ne? So gesehen. So, hier ist wieder Vitalität, Regenbogenarmreif, Carbon. So, was haben wir hier noch für Sachen? Erhöht die Willenskraft. Wow, das erhöht einiges hier. Dieser Servoanzug. Durch mechanische Kraft wird die Aktionsfähigkeit des Tragenden verbessert. Erhöht Stärke, Vitalität und das LP-Maximum. Aber sowas von. So, das erhöht einfach nur generell meine Stärke. Helidor-Armband. Und ja, tatsächlich haben wir das schon mal gehabt. Irgendwo bekommen. Ich würde sagen, das Ding ist mega nice. Das equippen wir einfach. So, Runenring hatten wir was gesagt? Sturm. Sturm hast du auf Stufe 8. Das lernst du ja selbst. Masamune hast du hier. Eigentlich cool, dass ich dir das gegeben habe, ne? Alles klar. Runenring. Schützt alle Mitglieder vor selbst verursachten magischen Schaden. Klingt irgendwie komisch. Du machst doch eh nie Magieschaden, oder? Kameratragiment kann nur vom Prompt angelegt werden. Erhöht gegenfügig die Zahl der Fotos. Achso, ja, okay. Carbonreif. Irgendwas, was sich lohnt, was du nehmen könntest. Boah, ist mir eigentlich sowas von egal. Helidor-Armband. Nimm mir einfach mal das hier. Triumph der Stärke. Was hat das denn nochmal gemacht? Gewährt FP-Bonus, wenn ihr offensiv in der Kampfbilanz außerhalb des Trainings mit S bewertet wird. Okay, ja.
Gut. Wir gehen ins Fertigkeitenmenü rein, schauen einfach mal, ob wir hier irgendwas Spannendes noch haben. Kommandos, Fertigkeiten, die Noctis-Gefährten das Ausführen neuer Kommandos ermöglichen. Ja, vielleicht sollten wir da mal wirklich forschen. So, entfesselt einen Fernangriff an Gegner, kosten 2 Kommandobalken. So, Dämmerbrecher. Wo geht's hier weiter? Gibt Noctis blitzschnell Deckung. So, kosten 1 Kommandobalken. Toll. So, steigender Puls. Ein mächtiger Flächenangriff gegen Gegner vor Gladius. Ich weiß noch nicht so ganz. Fügt umstehenden Gegner durch einen verheerenden Schwung Schaden zu. Kosten 2 Kommandobalken. Zyklon, ja, Machen wir mal eben hier zum Beispiel einfach mal gucken. Schauen wir mal, ob wir das gleich irgendwann mal sehen direkt. Sparfuchs, automatisch ausweichen, verbraucht weniger MP. So, verursacht bei Warpengriffen uns kurzer Distanz kritische Treffer. Oh, dafür brauchen wir 333 FP, das ist schon eine ganze Menge. Bei einem perfekten Block wird eine kleine Menge MP regeneriert. Doppelgänger hinterlässt bei Warps einen Doppelgänger, der kurzzeitig die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Begnadete Luftsensor ermöglicht nach einem Luftschritt, kommt auf Funktion einen erneuten Luftschritt, okay. Eventuell nehmen wir das einfach mal, weiß nicht, wie gut das ist. Ermöglicht unbegrenzt Luftschritt-Angriffskombination. Okay, das bräuchte ein bisschen mehr. Team. Führt einen Angriffsserie in der Luft durch, die dem Gegner Stromschläge verpasst. Machen wir einfach mal. So, Statuswerte. Erlaubt Anlegen von 2 Accessoires, ist auch nett. Nehmen wir einfach mal, was haben wir hier? Für Ignis, achso, für alle Mann jetzt hier, ne? Ah, oh mein Gott, 3 Ignis, wo ist das? Gladius, so, das kriegst du auch nochmal. Erkundung. Sattmacher, verlängert die Effektdauer von Gerichten beim Zelten. Ja, ist eventuell auch nicht schlecht, sowas zu nehmen. Jo, wir können ein zweites Accessoire verwenden. So. Kann nur von Noctis angelegt werden. Gewährt unbegrenzte Ausdauer. WTF. Okay. Mehr brauchen wir ja nicht, wenn wir die ganze Zeit den normalen Trick da verwenden. So. Helidor-Armband. Für ein bisschen mehr Power kann man mal machen. Kugelsichere Weste. Erhöht ja. Oh. Keine Ahnung. Können wir wohl den Carbon am Reif geben, also ein bisschen mehr HP. Wobei juckt mich alles so ein bisschen weniger, ne? So, aber jetzt wo wir gerade dabei sind, so, machen wir auch mal Gewandtheit, wa? Genau, du bist mein FP-Typ. So, du hast nichts, ist okay. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben jetzt noch irgendwelche Sachen, die wir nachts erledigen können hier. Genau, ein paar Quests, mein Gott. Da war ich war schon gar nicht mehr wirklich dabei hier. Ich war so lange jetzt gerade im Menü gechillt, dass ich glatt schon vergessen hatte, was wir hier überhaupt gerade als letztes getan haben. So, dann wollen wir mal einfach nachts hier ein bisschen rumrennen. Hey, was? Eine Sekunde. Ach so, okay, doch. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Hab gedacht, hey, warte mal, wieso zeigt der Pfeil denn in diese Richtung? Muss ich doch von da hinten aus irgendwas machen? Aber nein, alles gut. Alles gut. So, meine Ausdauer ist fast weg. Hui! Und wieder voll. So. Klappt wunderbar, meine Lieben. So, wir holen uns ein Chocobo, denn diese reiten für gewöhnlich, ja, nachts. Was? Nachts? Generell schnell. So, Moment, eine Sekunde. Diese Schockstation, die kann ich doch auch so verwenden, oder? Vom Chocobo aus, oder? Okay, dann verwenden wir die beim nächsten Mal. Weil, wieso so lange haben wir die Chocobos auch nicht mehr? 3 Tage. Will ich so schnell wie möglich hier nachfüllen. Oh mein Gott, sind wir schnell. Okay, los geht's. Gladio. Komm, komme. So, sind Magitech-Motoren hier im Anmarsch? Oder warum sagt ihr das so komisch? Zieht's dich eigentlich gar nicht zurück nach Hause, Nob? Erst wenn ich meine Bestimmung erfüllt habe. Sieh an, so langsam sprichst du wie ein König. In der Zwischenzeit halten wir uns von Insomnia lieber fern. So, Level 28. Also, die sind auf jeden Fall schon was, diese Teile hier. Oh mein Gott. Diese Teile sind heavy. Oh mein Gott, WTF. Dieser Crit, den wir gemacht haben. Amazing. Und der Schaden, den wir generell machen, ist amazing. Jetzt konnten wir auf jeden Fall alles schon so ein bisschen einheizen.
So, jetzt können wir ein bisschen sehen. Lila gegen... Ach so, gegen Feuer sind die eher weniger Dings. Und Eis finden die nicht so toll, scheinbar, oder? Was heißt das Orangene? Lila war nochmal was? Und was war nochmal Orange? Ich glaube, das heißt eventuell, dass Feuer nicht so stark gegen die ist. Würde auch Sinn machen bei diesen komischen Seeviechern. Deswegen glaube ich, dass die Effektivität bei Eis schon ein bisschen besser liegt. Also mehr Sinn machen würde, meine ich. Oh, habt ihr das gerade gesehen, den Hit, den wir gerade gemacht haben? Ich glaube, das war unser Zusatzangriff. Und was? Ignis war gerade im kritischen Bereich? ETF. Aua. Aua. Was ist denn mit dem Gegner jetzt auf einmal platt, los, meine ich. Platt, ETF. Manchmal zieh ich scheiße. So, einmal kurz hoch. So, ich muss einen Heiltank mal eben. Ignis. So. Wunderbar, dir geht's super. Kommt man nicht mehr lange mit, wie jetzt? Sicher? Huch! Was habe ich gemacht? Ich wollte es gar nicht machen. Ich habe gerade irgendwie meine Waffen geswitcht, ohne dass ich es wollte. Hoppala. Das war wirklich versehentlich. Was ist mit dem Gegner jetzt hier eigentlich? Wieso kriege ich ihn nicht platt? Oh mein Gott. WTF. Lass mich in Ruhe. Huch, die haben mir schnell wieder aufgeholfen irgendwie. So, Jagdziel erledigt. Zack, diese Teile, die waren schon ein bisschen hartnäckiger, ja, aber ging alles lockig-flockig über die Bühne. So, Gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir zunächst einmal ein kleines Päuschen, denn wir haben wieder diese 20 Minuten Marke erreicht. Also, sage ich einfach mal an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal, haut rein. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mal gerne ein Like, Kommentar, falls noch nicht vorhanden, ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, Schaltungs Auto und macht euch noch einen schönen Tag. Nicht vergessen. Und hey, was ist das? Ah, bitte keine Gegner. Ah, Mami.